Ja, und jetzt schauen wir auf unseren Geldbeutel. Da sieht es nämlich schlecht aus drin. Der Teuerschock, der ist schon längst da. Und jetzt erwischt es die ersten Mieter eiskalt. Warm duschen, wann man mag, geht jetzt nicht mehr. Ja, das ist der Schock für Mieter von 600 Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft Diepoldiswalde. Ja, dort gibt es einen Aushang. Schauen wir mal rein. Und neben der Haustür informieren Sie die Mieter, dass das warme Wasser jetzt nur noch zu bestimmten Uhrzeiten, und zwar morgens von 4 bis 8, mittags von 11 bis 13 Uhr und abends von 17 bis 21 Uhr fließt. Ja, wirklich irre. Es geht nicht darum, die Mieter zu ärgern, sondern sich auf das einzustellen, was wir im nächsten Jahr vielleicht sonst nicht mehr bezahlen können. So sagt es Genossenschaftsvorstand Falk Kühn-Maisgeier. Ja, es gehe lediglich um einen Beitrag, sich ein wenig einzuschränken. Wir wollen, dass Mieter gut durch diese Krise kommen. Das Leben ist schon so teuer genug, sagt er.